Hallihallöchen, willkommen zurück bei Starfield. Wir haben ja nach Verabredung irgendwo hier oben. Ah, da sitzt die Gute. Die Strikers sind oben. Wir sollten uns also lieber benehmen. Ich wollte eigentlich, dass der jetzt so mal ein bisschen weggeht. So ist er auch. Kleine Dröhnung gefällig. Ach ja, und wenn ich für jedes Mal, wenn ich diesen Satz höre, einen Credit bekäme, müsste ich nicht hier arbeiten. Mhm. Ich nehme mal an, du bist der Neuling von Delgado. Ja, ich werde uns beiden etwas Zeit sparen. Dreh um, flieg zurück zum Schlüssel und sag dem Big Boss, dass ich keine Lust auf Mätzchen habe. Wir machen den Deal, wenn er anfängt, mich ernst zu nehmen. Ach komm, mach mal halblang. Du bist doch nicht gerade ein Platzhirsch auf dem Schlüssel, oder? Mir für so einen riskanten Job einen Neuling zu schicken, ist unverschämt. Ist das dein Ernst? Willst du mich einfach so abblitzen lassen? Ich habe 3 Monate gebraucht, um diesen Job einzufädeln. Hat mich 2 Kontakte und eine Menge Credits gekostet. Außerdem halte ich uns die ganze Zeit Bayou vom Hals. Wenn dieser Idiot auch nur einen Hauch von Geld wittert, hängt er an dir wie ein Blutegel. Ich hatte früher zwar nicht oft mit Benjamin Bayou zu tun, aber es war eher unangenehm, vorsichtig ausgedrückt. Heul doch. Ja, sagen wir besser nicht. Schon gut, ich habe verstanden. Bringen wir es einfach hinter uns. Okay. Ich habe nicht viel Zeit, hier rumzutun, also werde ich es so klar wie möglich machen. Jo. Wenn du die Technologie des Verteilernetzes willst, musst du sie aus Genadines Energiekern in der Unterstadt stehlen. Oh nein. Ich rede über Genadines Hauptkraftwerk für Neon. Was? Sie haben ihre bequemen Büros im Trade Tower, aber die Schrauben und Bolzen ihres Geschäfts halten unter der Stadt alles zusammen. Aber heißt das nicht, dann fällt die Stadt auseinander? So nennen die Verantwortlichen bei Genadine den Raum, in dem die gesamte Energie des Verteilernetzes gespeichert wird. Einfallsreich, oder? Hey, sieh mich nicht so an. Ich habe das verdammte Ding nicht gebaut. Ich weiß nur, dass die Technik da drin wertvoll ist. Ich liebe deinen Optimismus, aber bevor du die Reißleine ziehst, muss ich noch einen kleinen Haken hinzufügen. Okay. Wenn du Genadine infiltriert hast, will ich, dass du ein Virus in ihr System einschleust. Das ist ein kleiner Nebenjob, für den du ein paar Credits kriegst. Ich glaube, du schaffst das. Na, sieh mal einer an. Du bist schlauer, als ich dachte. Genadine hat eine Menge leckerer, wertvoller Häppchen in den Datenbanken. Und ich will Zugang dazu. Hier, nimm diesen Microdrive und verschaff dir Zugang zum Computer in Bryson Bayous Büro. Der Rest läuft von alleine. Oh nein. Hast du Angst, kleines Kaninchen? Alter, ist die Alte unangenehm. Angst. Ich kümmere mich drum. Genadine haben ihren Laden gut abgeriegelt. Aber wie immer liegt die Schwachstelle bei den Menschen, die dort arbeiten. Okay. Du solltest mit Ayumi Komiko anfangen, einer hochrangigen Führungskraft bei Genadine. Bekommst du ihren Sicherheitspass in die Finger, hast du freie Bahn. Okay. Die Frage sollte lauten, wofür du ihn nicht... Die Anlage ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und alle wichtigen Dateien sind verschlüsselt. Aha. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es im Inneren allerlei fiese Sicherheitsvorkehrungen gibt, die du umgehen solltest. Ja, vielleicht solltest du das lassen. Komiko hat nämlich eine kleine Affäre mit Benjamin Bayou. Okay. Jedenfalls findest du Komiko im Euphorica. Sprich mit der Besitzerin des Ladens, Maika. Sie wird dir den richtigen Weg zeigen.
Was Kumiko selbst angeht, sie hat ein Büro im Trade Tower, falls du nach etwas Belastendem suchst. Der Rest liegt an dir, Neuling. Wenn du fertig bist, komm zu mir in die VIP-Kabine in der Astral Lounge, damit wir feiern können. Okay. Sieh dich vor. Benjamin Bayo hat überall Augen. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Okay, wir müssen erpressen. Wir müssen wieder... Wir gehen da erstmal fragen, genau, und dann gucken wir, suchen wir nach belastenden Sachen, um die Leute zu erpressen. Nein, ich will nicht einfach vorbeilaufen. Ich will rein in den Laden. Hast du Lust auf einen Chimera? Ihr Leute solltet sie in Ruhe lassen. Was wollt ihr von ihr? Jetzt komme ich hier nicht raus, ne? Shit. Es geht dich zwar nichts an, aber wir stehen uns sehr nahe. Wir sind verliebt. Ich werde nicht zulassen, dass ihr etwas Schlimmes passiert. Egal, wie viel Ärger sie sich eingebrockt hat. Ja, klar. Versuch's nochmal. Ihr Schuldeneintreiber seid miese Arschlöcher. Sie ist pleite, okay? Jetzt verschwinde aus meinem Club, bevor ich richtig sauer werde und dich auf die Straße werfen lasse. Okay, wir müssen. Oh, echt? Das würde ich gerne sehen. Oh mein Gott! Du bietest mir Geld an, damit ich sie verpfeife? Wie tief kann man sinken? Hör zu, ich habe diesen Mist allmählich satt. Raus hier, jetzt! Wenn ich Abfall rausbringen lassen will, rufe ich die Strikers. Die kümmern sich hier um den Müll. Wenn du dich also nicht mit der härtesten Gang in Appside anlegen willst, hau lieber ab. Jetzt! Die Crimson Fleet? Oh mein, tut mir leid, ich mache mir halt Sorgen um sie. Ayumi hat in der Stadt eine Menge Schulden. Ich versuche ihr zu helfen, aber ich muss auch mein Geschäft über Wasser halten. Wenn du mit ihr reden möchtest, findest du sie in der Mitglieder-Lounge. Du hast bereits Zugang und solltest den Weg kennen. Viel Spaß in unserer Mitglieder-Lounge. Wir finden Beweise. Sonst müsste ich die killen. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir müssen Beweise finden, dass die... Dass die da irgendwo, weiß ich nicht, Mist hat, Laufen hat, etc. Keine Gnade, keine Gefangenen. Genau, keine Gnade, kein gar nichts. Ups, so, lass mal gucken. Genau, optional finde Beweise, um... Huch! Wir suchen jetzt mal nach belastenden Beweisen. Ach, was ist das denn? Ja? Was? Ist das wichtig? Ich bin ziemlich beschäftigt. Ich spare uns Zeit. Falls du einen Job suchst, wir brauchen niemanden. Falls es um die Verteilernetztour geht, die wurde letztes Jahr abgeschafft. H.
Hast du mal das große gelbe Ding gesehen, das über der Stadt hängt? Das ist das Verteilernetz. Oder einfach kurz Netz. Mhm. Es sieht nicht nur aus wie das moderne Kunstwerk eines Wahnsinnigen. Es ist die wichtigste Energiequelle der Stadt. Tja, wie gesagt, gibt's nicht mehr. Wir mussten auch alle Tourguides entlassen. Hey, entschuldige meine Laune. Aber ich habe haufenweise Probleme und keine Zeit, mich darum zu kümmern. Oh. Ich fürchte, hier läuft es im Moment nicht sonderlich gut. Schön wär's. Aber ehrlich gesagt kommen wir nur gerade so über die Runden. Ah. Das Verteilernetz ist vor fast 75 Jahren online gegangen. Seitdem haben wir keine einzige bahnbrechende Innovation entwickelt. Das Geld, das wir mit der Energieversorgung einnehmen, reicht gerade mal, um die Unkosten der Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu decken. Sollte man meinen, oder? Das Problem ist, dass Brayson Bayou, der Bruder von Verwalter Bayou, Chef der Forschung und Entwicklung ist. Ich schwöre, der Mann hat keine Ahnung von Energiesystemen oder elektromagnetischer Technologie. Na, kann ich mir vorstellen. Absolut, kein bisschen. Mir gehen die Optionen aus, okay? Allen über mir ist es egal, was passiert. Aber ich bin bereit, ein Risiko einzugehen. Mhm. Ich habe einen umfangreichen Bericht zu Brayson, den ich an Verwalter Bayou schicken will. Aber kann ich ihm trauen? Was soll ich deiner Meinung nach tun? Wenn du die Versorgung der Firma, solltest du den Bericht an Verwalter Bayou schicken. Was genau steht er beschreibt, wie schlecht Brayson Bayou in meinen Augen die Forschungs- und Entwicklungsabteilung leitet. Als Beweis für seine Inkompetenz führe ich alle gescheiterten Experimente auf, die er genehmigt hat, inklusive der Kosten für Janadyne. Ich hoffe, dass ein erfolgreicher Geschäftsmann wie Verwalter Bayou sein Ego vergessen und das Ganze aus rein geschäftlicher Perspektive sehen kann. Weißt du was? Du hast absolut recht. Ich darf nicht zulassen, dass Brayson die Firma ruiniert. Hey, danke, dass du mir helfen willst. Mich belastet das schon sehr, sehr lange. Ja. Wenn du mal irgendwas brauchst oder irgendeine Frage hast, jederzeit gerne. Oh ja, hab ich. Solange ich dadurch nicht mächtigen Ärger bekomme, frag ruhig. Wow. Okay, das geht so weit. Ich kann nicht einfach über Firmenangelegenheiten reden. Ich hoffe, ich kann dir trauen. Klar. Ich würde das gern denken. Ich würde es dir ja gerne sagen. Komm schon. Okay, hör zu. Ah, Gott sei Dank. Du hast das nicht von mir. Aber ich weiß, dass Sie und Benjamin Bayou irgendwas aushecken. Vor ein paar Wochen war er in Ihrem Büro und Sie hatten einen verbalen Schlagabtausch. Es wurde richtig hitzig, bis Bayou aus der Tür stürmte. Keine Ahnung, worum es ging. Aber ich weiß zufällig, dass Miss Kumiko Tonaufnahmen von allen Ihren Treffen in Ihrem Safe aufbewahrt. Und bevor du fragst, ja, ich öffne ihn für dich. Aber sag niemand, dass ich dir geholfen habe. Nein, auf keinen Fall. Wenn du so ungern hin. Klar, kein Problem. War toll, mit dir zu reden. Wenn du reden willst, musst du einen Termin ausmachen. Ja, klar.
Geh! Schau, mein Freund. Wie konnte die das auch sehen, dass ich da was klaue? Das habe ich ja noch nicht verstanden. Naja. Das weißt du nicht von mir. Hast du schon einmal einen unserer Geldautomaten getestet? Was guckst du so blöd? So, ab zu Appside. Damit können wir sie dann erpressen, hoffe ich. Alles klar? So. Wenn du mit Aurora entspannen möchtest. Nein, ich will nicht mit Aurora entspannen. Naja, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!